Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch in dem Video ein Rettungstool vorstellen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. 4DIG, keine Ahnung. TensorShare. So, da haben wir es. Hat auch gerade noch mal ein Update gemacht. So, ich packe das mal nach oben. Ich habe hier nämlich einen USB-Stick. Das ist ein defekter USB-Stick. Der war mal von meiner Mutter mit Daten drauf. Ich hatte den dann mal für das Auto probiert, weil meine Mutter gemeint hat, sie könnte nicht immer alles wiederherstellen, also nicht immer auf die Dokumente, die sie da drauf hat, zugreifen. Mal geht's nicht. Sie hat erstmal alles runtergenommen und sie sichert. Also sind immer noch drauf gewesen. Und da habe ich den platt gemacht und habe ein bisschen Musik drauf gemacht für das Auto, um zu gucken, spielt er das ab, findet er den Stick dann auch mal nicht und so. Und Dokumente hatte ich glaube ich nicht drauf. Und jetzt ist dann das Problem passiert, dass der gesagt hat, der ist schreibgeschützt. Ich habe mit sämtlichen Anleitungen und Tools versucht, den nicht mehr schreibgeschützt zu machen. Es klappt nicht. Man kann auch nicht mehr darauf zugreifen. Ich mache den mal rein, dass ich euch das sehen kann. Ich habe den extra nur aufgehoben, falls mal irgendwie Software da ist oder so, wo man sowas mal brauchen kann. Falsch. Ich mache hier einfach darauf und dann auf nicht Desktop PC. Das Laufwerk E. Da. Formatieren. Da passiert schon nichts. Also, oder dauert ewig. Und wenn ich jetzt hier starten sage, zack, macht er nicht. Und sagt, das ist schreibgeschützt. Also ich kann damit nichts machen. Ich habe schon sämtliche Anleitungen im Internet versucht. Der Stick bleibt nicht ansprechbar. Aber ist gut für das Video. So. Ich habe den auch schon mal ein bisschen wiederhergestellt. Wenn ich wüsste jetzt, wo ich das hingepackt habe, wäre ich eine Ecke schlauer. Das ist hier. So, hier habe ich, ein paar Ordner drin, da habe ich schon ein bisschen was wiederhergestellt. Ich werde euch auch zeigen, wie das geht. So, hier habe ich versucht, eine defekte Datei wiederherzustellen von SD-Karte. Ja, das geht natürlich nicht, die bleibt weiterhin defekt. Weil sie war auf der SD-Karte schon defekt, sie ist defekt geworden beim Herstellen. Also sie war noch nie richtig ganz, weil beim Drehen ist der Akku ausgegangen und dadurch konnte er nicht weiterschreiben, konnte kein Ende machen, kein nix. Und dadurch ist und danach, wo die Kamera an ist, hat sie versucht, es zu reparieren, hat es nicht geschafft. Manchmal geht es, manchmal nicht. Und das habe ich versucht, hier wieder herzustellen. Das hat nicht funktioniert. So. Dann haben wir hier Videos MP4. Ah ne, das ist nochmal das gleiche. So, und dann hier L-Video. So, hier hat er ein bisschen was herstellen können von dem Stick. Auch die Bildern. Und hier seht ihr sie noch defekt. Auch hier ist nur die Hälfte. Auch von Sabaton ist nur die Hälfte zu sehen. So. Und WTF, das kann ich auch nicht öffnen. So, verlorene Dateien. So, und das ist halt Haufen Musik von Sabaton. Einige macht er, einige macht er nicht. Oder halt mit Unterbrecher. Alles mit dem Programm wiederhergestellt. Wobei der Stick schon seit Jahren kaputt ist und schon oft versucht wurde, wieder ganz zu machen. Also, ja, also wenn es gerade frisch gelöscht ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher oder fast sehr hoch, dass man da einige Sachen oder fast alles wiederherstellen kann.
Der Stick ist jetzt, wie gesagt, schon ewig alt. So. Wir nehmen hier, und wir haben dann halt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt erstmal nur wieder bei, wir haben hier Festplatte, dann nehme ich jetzt einfach mal, was war's? L war es, glaube ich. Ah, hier unten ist es da, L. So. So, das sind nämlich alles meine Festplatten. Also das ist die C-Festplatte, das ist eine M2-SSD. Dann haben wir D und E, das ist ein und dieselbe Festplatte, eine 3,5 Zoll Festplatte im PC, das ist als Backup-Festplatte und so hat alles gedacht. Dann haben wir hier eine M2-SSD, die für Aufnahmen ist, wenn ich Gameplay-Aufnahmen mache. Dann haben wir hier noch zwei Festplatten. Das eine ist eine 500 GB SSD-Festplatte, 2,5 Zoll, die vorher meine Aufnahme-Festplatte war. Hier, nee, die war vorher mein für Betriebssystem. So, und dann hatte ich mir die M2 geholt und dann ist die dann halt drin geblieben, aber nicht mehr als Haupt, also nicht mehr als C-Festplatte. Dann habe ich noch 1 Terabyte SSHD, das ist eine Mischung aus SSD und HDD, die mal in der PlayStation war, die ich dann hier eingebaut habe, die früher für Aufnahmen war und dann nicht mehr erreicht hat von der Schnelligkeit, deswegen halt die M2. Und ja, die ist jetzt immer noch als, ja, um Daten zu sichern, irgendwie Backup. Und das, ich habe die jetzt noch nicht alle aufgeräumt. Das muss ich alle irgendwann mal, ich habe es bis jetzt immer aufgeschoben, weil das so langwierig ist. Aber eigentlich ist geplant, dass ich Gaming lösche und aus die Daten hier alle erstmal hierauf sicher. Ja, das sind aber fast 2 Gigabyte, Terabyte. Und dass ich dann von auf eine 4 Terabyte das wieder rauf mache und die dann halt für Backups und Programme und Sicherung und den ganzen Kladderadatsch dient. Oder ich lasse das erstmal so und mache das noch auf eine externe zur Sicherheit, dass das halt alles geschützt ist. Ja, nur, dass ihr mal wisst, warum hier so viel angezeigt wird. Das ist eine Systemfestplatte, die ist von Windows. Die wird zwar angezeigt, also habt ihr hier ein Fragezeichen, die wird nicht angezeigt, wenn man unten rauf geht, aber die ist ja da. Die hat ja Windows angelegt. Das ist ja so ein, seit Windows 10, nee, 7 machen die ja so Backup-Dinger da. So kleine MB-Festplatten. Und das ist ja Stick und dann haben wir Desktop-Papierkorb und da kann man dann Desktop wiederherstellen, die wir auf dem Desktop gelöscht haben. Oder aus dem Papierkorb und dann geleert und müssen wir doch wiederherstellen. Oder Ordner. So, ich hatte 14 gefunden. Geht jetzt natürlich schneller, weil ich das schon mal gemacht habe, logischerweise, ja. So, und dann haben wir hier verschiedene Unterordner und dann könnt ihr aussuchen, ob ihr alles herstellen wollt oder halt nur einzelne Sachen. Ja. Das habe ich ja schon gemacht. Die Ordner habt ihr gesehen. Funktioniert auch sehr gut. Hat aber eine ganze Weile gedauert, logischerweise. So. So, dann haben wir natürlich SSD-Karten. Dann, wenn jetzt eine SSD-Karte drin ist, habe ich auch gerade, so, die habe ich jetzt drin. Dann kann man die scannen. Und dann beim Scannen kannst du dann halt sagen, welche Dateien möchten sie wiederherstellen. Grafiken, Videos, Dokumente, Audio, andere oder Systemdateien. Um das ein bisschen einzugrenzen, kannst du auch alles auswählen. Und dann scannt ja das ganze Ding nach so einen Dateien. Wenn ihr natürlich wisst, es ist eine Grafik, dann macht er eine Grafik an. Oder es ist ein Video, macht er Video an. Geht natürlich wesentlich dann schneller, weil er sich darauf konzentriert. Abgestürzter PC. Das habe ich noch nicht gemacht. Da werde ich mir dann nochmal einen USB-Stick holen müssen, der auch ein bisschen was schneller ist. Ich habe keinen vernünftigen schnellen jetzt gerade da, oder? Nee. Und dann werde ich mir so einen bootfähigen USB-Stick machen. Entschuldigung.
ist schon spät, einen bootfähigen USB-Stick machen, um praktisch den PC nicht von der Festplatte zu starten, sondern von dem USB-Stick. Mike dann drin, beim Starten startet er dann von USB-Stick aus. Und dann, falls er da halt beim Starten von Windows Probleme hat, weil irgendwas zerschossen ist oder so, dann kannst du halt mit diesem bootfähigen Stick, kannst du dann vom Stick booten. Ja, dann bootet er nicht vom Festplatte, sondern vom Stick und kannst den PC reparieren oder halt auch noch wichtige Dateien, die auf der C-Festplatte sind, falls du sagst, oh scheiße, wir machen das komplett neu, um die Sachen nochmal schnell auf eine andere Festplatte zu verschieben und zu retten. Ja, was weiß ich, irgendwelche gerade fertige Projekte oder Arbeit geschrieben und so. Und dann ist das passiert und dann kann man sich das immer noch auf eine andere Festplatte ziehen. Oh. So. Geht auch eigentlich ganz einfach. Wählst du dann halt den Stick hier aus und dann sagst du erstellen und dann erstellt er das und formatiert das alle drum und dran. Verbesserte Video-Wiederherstellung, das habe ich auch versucht. Ja, habe halt die Datei ausgewählt und habe halt gesagt, hier wiederherstellen. Das mag mit defekten Dateien gehen, die nachträglich defekt geworden sind, aber meine Videodatei, die ich versucht habe, die war ja von Anfang an defekt. Die war noch nie funktionsfähig. Die ist beim Herstellen einer funktionierenden Videodatei, ist die Kamera ausgegangen und dadurch konnte die kein Ende machen und dadurch war noch nie eine funktionierende Videodatei. Man kann auch Fotos reparieren. Kann ich euch mal zeigen. Achso, was war das? ZZZ, glaube ich. Ja, ZZZ. So, jetzt gehen wir mal hier. Wo waren das? Verlorene Dateien. JPEG. So, jetzt nehmen wir das alles mal hier und öffnen. Jetzt haben wir die Dateien und jetzt sagen wir mal reparieren. So. Und ihr könnt sehen, hier unten, das konnte er natürlich jetzt nicht wiederherstellen. Aber im Gegensatz zu vorher, falscher Ordner. So sah es vorher aus. Ja, die Sabaton-Dateien. Ja. Aber wie gesagt, der Stick ist Asbach uralt. Ja. Schon ein paar Jahre. Wenn es gerade frisch gelöscht ist oder defekt gegangen ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, das zu retten, wesentlich höher. Als mit so einem Asbach uralten Stick, mit dem ich schon etliche Sachen versucht habe zu formatieren, etliche Male irgendwie den wiederherzustellen und so. Eine Videoreparatur haben wir dann auch noch. Wir können ja hier mal die. Ja, und dann haben wir hier unten noch entdecken. Da sind dann die anderen Sachen von der Firma drin, was sie noch an Programmen anbieten. Auch für Mac. TenorShare. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich habe heute noch extra, kurz bevor ich das Video jetzt gemacht habe, musste ich später machen, weil ich habe es gestartet, kam auch ein Update. Also es ist nicht so, dass ihr das kauft und dann habt ihr keine Updates mehr. Es kam gerade frisch ein Update und hat ein paar Probleme repariert. Das stand da. Ja. Also so von der Bedienbarkeit bin ich sehr zufrieden. Von der Schnelligkeit, es geht auch eigentlich, ja. Also wenn man, kommt halt drauf an, wie groß die Festplatte der Stick ist, den man durchsucht. Je nachdem dauert es dann auch mal was länger, logischerweise. Vom Design her bin ich sehr zufrieden, von der Bedienbarkeit bin ich sehr zufrieden. Es ist sehr übersichtlich und einfach erhalten, was sehr gut ist, dass du halt gleich schnell überall hinkommst und siehst, was ist. Und auch mit den Icons und so.
Und ist kein überwiegender Schnickschnack hier irgendwie drin. Schade ist, dass man das Fenster hier nicht anklicken kann und größer ziehen kann. Ja, dass man dann halt sich das ein bisschen weiter nach links und ein Stück nach unten, dass man dann alles auf einen Blick sieht und nicht hier scrollen muss. Das ist schade. Aber wir haben hier einen Aktualisierungsbutton. Ja, alles da, was man braucht. Und es reagiert auch sehr gut. Mit dem Stick, wie gesagt, habe ich keinen da, den konnte ich noch nicht erstellen. Das werde ich aber auf jeden Fall mal machen. So, hier haben wir dann auch nochmal eine Erklärung, was passiert, wenn man so einen bootfähigen Stick macht. Ja. So, man soll den Stick halt erstellen, dann geht das so, da. Dann ist es fertig. Dateien vom abgestürzten PC wiederherstellen. Ja? Und dann kann man halt die Festplatten scannen und Sachen wiederherstellen oder halt hier auch booten im abgesicherten Modus, überprüfen sie, bla bla. Und dann kann man auch Sachen reparieren. Also wird hier alles super erklärt. Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, so ein Ding zu erstellen, um wenn der PC mal abstürzt oder so. Oder Fehler hat. Was Windows mit seinem Reparier-Tool nicht herstellen kann, dass man dann da noch ein paar Daten sichern kann oder retten kann oder halt reparieren kann. So, das soll es soweit dazu auch gewesen sein. Ich werde mal gucken, dass ich noch irgendwie ein paar Sachen lösche und wiederherstelle von einem funktionierenden USB-Stick. Und wenn ich damit ein bisschen mich noch beschäftigt habe und da noch irgendwas Wichtiges zu sagen ist, dann mache ich bestimmt noch mal ein Video. Aber erstmal muss ich den Bootstick herstellen und dann halt so noch ein bisschen rumexperimentieren. Mal gucken, ob da noch irgendwas Wichtiges bei rauskommt. Ich würde mich dann jetzt, wie gesagt, hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.